Frontiersmen Civil War von Wes Andrews Es liest Peter Lanzek. Folge 6 Showdown bei Alamo fressen für die Geier sind wir, sonst gar nichts«, knurrte John Donovan. »Also erzählen Sie mir bloß nichts von Heldentum. Mit Heldentum hat der letzte Kampf der Konföderation gegen das Unionsmilitär hier im Alamo-System nichts zu tun. Nicht bei diesen Kräfteverhältnissen.« ich fürchte, dass ich Captain Donovan, so blumig seine Worte auch sein mögen, zustimmen muß, sagte Anne Catherine Fischer. Die Sektorgouverneurin des Concord-Sektors saß ihm gegenüber an dem großen Konferenztisch und hatte die Hände auf der Oberfläche aus poliertem Holz gefaltet. Nun, da die Mission der Mary Jane Wellington zu den Reservatswelten gescheitert ist, sind uns die Streitkräfte der Kernweltenunion unseren Geheimdienstberichten zufolge wenigstens zwei zu eins überlegen. Dazu kommt, dass unsere bunte Freiwilligenarmee militärischer Flottendisziplin gegenübersteht. Wir brauchen außergewöhnliche Ideen, andernfalls sollten wir uns mit dem Gedanken an Freunden zu kapitulieren, sobald die Unionskreuzer im Chambless Transitfeld auftauchen. Sie saßen in einem der Besprechungsräume des provisorischen Konföderationsrats, der sich in Hattie's Bay auf Ariana, dem zweiten Planeten des Alamo-Systems eingerichtet hatte. John und seine Mannschaft, die seit Sequoia's Abschied nur noch aus Hobie, Kelly, Aliandro und Pickeli bestand, hatten soeben den Abschlußbericht über ihre Reise ins Nakodoa System und zu dem dort lebenden Peko abgeliefert, tatkräftig unterstützt von Benjamin West, dem jungen und idealistischen Gouverneur des Tewson Systems, der sie als Diplomat der Konföderation zu den grünhäutigen Nichtmenschen begleitet hatte. Die Reise war alles andere als gut verlaufen, Sie waren dem fanatischen Pekoanführer anführer Gionoi begegnet, der viele der Stämme auf Tunomai zum Krieg gegen die Menschen aufzuwiegeln versucht hatte. Durch Gionois Hand wären sie beinahe ums Leben gekommen. Und selbst nachdem es Sequoia und John gelungen war, den rachsüchtigen Anführer unschädlich zu machen, war keineswegs alles gut gewesen. Die Tonomai Peko waren innerlich zerrissen, verunsichert und nicht bereit für irgendwelche Bündnisverträge mit der Konföderation. Diese würde ihren Kampf allein ausfechten müssen. Dass sie damit einer schier unmöglichen Aufgabe gegenüberstand, schien auch den übrigen Anwesenden, im Wesentlichen Gouverneure und hohe Militärs, aufzugehen. Allein Sektorgouverneur Earl Jennings wirkte noch von unerschütterlichem Kampfgeist erfüllt. Der grauhaarige Mann, der dem Oklahoma-Sektor vorstand und damals vor vier Monaten auf Purcell die Unabhängigkeit der Randplaneten verkündet hatte, stemmte die Fäuste auf den Tisch. Wir kapitulieren erst, wenn der Feind mit seinen Schiffen den Himmel über hettys Bay verdunkelt. So viele von uns haben bereits ihr Leben für unseren großen Traum verloren. Ich werde nicht zulassen, dass ihr Andenken besudelt wird, indem wir feige vor dem Feind den Schwanz einziehen. Manchmal erfordert es mehr Mut, sich eine Niederlage einzugestehen, murmelte Kelly. Wie war das? Ach, nichts. Nur etwas, das mein Vater früher zu mir und meinem Bruder gesagt hat. Auf Jennings Stirn entstand eine steile Falte, als er die Augenbrauen zusammenzog. Ich kenne Ihren Vater nicht, Miss, aber ich bin nicht der Mann, der einen Kampf leicht verloren gibt und ihn sich danach schönzureden versucht. Mein Vater? setzte Kelly unwirsch an, aber John hob beschwichtigend eine Hand. Lass es gut sein, Kelly. Das ist kein günstiger Zeitpunkt. Wir sollten uns wirklich nicht streiten, pflichtete ihm Fischer bei und warf Jennings einen mahnenden Seitenblick zu. Es warten genug Probleme dort draußen auf uns. In der Tat, erwiderte der Sektorgouverneur. Eins liegt darin, dass wir Ariana und das Alamo System nicht einfach aufgeben können. Wir haben diese Welt, dieses Zentrum der Zivilisation inmitten der Randplaneten absichtlich erwählt, um hier unsere Regierung aufzubauen. Sie erinnern sich vielleicht dabei sah er vor allem Kelly an. Wir wollten damit zeigen, dass wir mehr sind als nur eine Bande Rebellen, die von einem aufgegebenen Goldgräberstollen aus den Widerstand gegen die Staatsgewalt probt. Jennings schlug mit der Faust auf den Tisch. Wir sind die rechtmäßigen Herren über die Welten der Konföderation. Aber wenn das Alamo-System, dieses Symbol, fällt, dann steht in den Sternen, ob wir uns von diesem Schlag jemals wieder erholen. Ich denke, dass wir uns einig sind, nicht voreilig die Waffen zu strecken, sagte West. Also lasst uns nach vorne blicken. Welche Option haben wir noch, nachdem die Peko außen vorbleiben? Was ist mit dieser Waffenfabrik im Juno System? mischte sich Hobby ein. Deren Belegschaft wir nach Trenton gebracht haben. Sternmetall Armstrong. Fischer nickte. Genau. Könnten wir da nicht unsere Bestände an Kriegsgerät noch einmal aufstocken? Immerhin liegt das Juno System direkt nebenan. Die Fabrik wurde stillgelegt, schaltete sich Sektorgouverneur Robin de Klerk ein, der dem Jalisco Sektor vorstand, zu dem sowohl das Juno als auch das Alamo System gehörte. Nach dem Aufstand der Arbeiter und dem Diebstahl von vierzig Frachtern war an einen schnellen Weiterbetrieb ohnehin nicht zu denken. Kurz darauf hat der Vorstand aufgrund der politischen Lage beschlossen, sich ganz aus den Randwelten zurückzuziehen. Wir waren nicht in der Lage, sie davon abzuhalten, den Großteil der verbliebenen Ausrüstung abzutransportieren und die Fertigungsstätten unbrauchbar zu machen. Sie haben nicht alles zerstören können. Einige der Waffensysteme und Jagdmaschinen, die gegenwärtig das Alamo-System beschützen, stammen von dort. Aber die Ausbeute war gering. Zu schade, brummte Johns alter Freund. John schüttelte langsam den Kopf. Es wird keine Schlacht. Es wird ein Gemetzel. Ganz wehrlos sind wir nicht, entgegnete Fischer. Wir haben zwar gegenwärtig zu wenig Schiffe, um die Unionsflotte besiegen zu können, allerdings erwarten wir noch heute eine große Lieferung an Raumminen, die eines unserer Spezialteams während eines Überführungsflugs von den Modina-Waffenfabriken abgefangen hat. Mit diesen können wir das Chambles Transitfeld nicht vollständig sperren, aber doch genug Hindernisse auslegen, daß die Unionskreuzer sehr vorsichtig vorrücken müssen. Jede Stunde, die wir gewinnen, ist schön und gut, meinte West. Trotzdem zögert sie das unvermeidliche Ende bloß hinaus. Und dieses Ende wird kommen, wenn uns keine sehr gute Idee einfällt. Wie wäre es mit einem sektorweiten Aufruf an die Zivilbevölkerung? schlug Pickery vor. Viele Privatunternehmer besitzen mehr oder weniger gut bewaffnete Schiffe, um sich gegen Raumpiraten und Peko verteidigen zu können. Unser Kampf im Rand wurde vom ersten Tag an von freiwilligen Zivilisten getragen, sagte Fischer. Der Großteil unserer Streitkräfte rekrutiert sich letzten Endes aus planetaren Milizen und unabhängigen Frontiersmen wie ihn. Allerdings ist die Kampfbereitschaft vieler Männer und Frauen, gerade dieser letzten Gruppe, eher gering. Sie zieren sich für die Konföderation einzustehen und unser aller Freiheit zu verteidigen. Das ist umso bedauerlicher, als dass viele von ihnen über Raumschiffe mit geradezu fragwürdig guter Bewaffnung verfügen. John ließ sich ihr Dilemma durch den Kopf gehen. An Fischers Worten war durchaus etwas dran. Abgesehen von T. S. Sebastian waren ihm auf Haven und auch sonst in den letzten Wochen kaum bekannte Gesichter aus den Reihen der Frontiersmen über den Weg gelaufen. Im Grunde wunderte das John nicht. Gerade freischaffende Raumfahrer liebten ihre Unabhängigkeit und ihre Haut so sehr, dass sie sich äußerst ungern in die Probleme anderer Leute hineinziehen ließen. Noch vor zwei Jahren hätte John es wohl ähnlich gehalten. Einzig seine schrecklich idealistische Besatzung, Kelly, Pickerly und Alejandro im Speziellen, hatte ihn dazu bewogen, sich auf die Seite der Konföderation zu schlagen. Natürlich war auch kein Schaden gewesen, dass Frank Lenken sie angeheuert hatte. Ein Mann, auf den John nichts kommen ließ. Das mochte ein Punkt sein, an dem man ansetzen konnte. Vielleicht sollten Sie nochmal um Hilfe bitten, sagte John nachdenklich zu Fischer. Aber diesmal sollte kein Politiker mit den Leuten reden, sondern jemand, den Sie kennen und dem Sie zuhören, wenn er sich an Sie wendet. Die Sektorgouverneurin sah ihn interessiert an. Soll das heißen, Sie bieten sich als Botschafter an? Meine Leute und ich sind zu den Peko geflogen, um Sie zu überreden, an der Seite der Konföderation zu kämpfen. Das hier wird im Vergleich dazu ein Spaziergang. Ihre Mission nach Tunumai war ein Fehlschlag. Erinnerte ihn ein weißbärtiger General, dessen Name John direkt nach der Vorstellungsrunde vergessen hatte. Die Grünhäute sind auch nicht unbedingt die Freunde von uns Menschen gab John leicht gereizt zurück. Aber die Männer und Frauen, die Sie jetzt um Hilfe ersuchen wollen, gehören sozusagen zu unserer Familie. Er fuhr sich übers unrasierte Kinn. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass alle bereit sind, ihren Hals einfach so zu riskieren. Genau genommen ist es eher unwahrscheinlich, dass mir mehr als eine Handvoll aus reiner Freundschaft oder neu entdecktem Patriotismus folgen. Also, was wollen Sie den Frontiersmen bieten? Die Politiker und Militärs wechselten stumme Blicke. Was sollten wir ihnen denn ihrer Meinung nach bieten? fragte Fischer. Geld ist immer ein guter Anfang, sagte John. Und besser eine gute Stange Geld, denn der Job ist ein echtes Himmelfahrtskommando. Außerdem. Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und kratzte sich am Kopf. Nun ja, einige könnte die Aussicht reizen, dass man ihre Strafakte löscht und ihnen einen Neuanfang ermöglicht. Viele von uns haben in der Vergangenheit aus unterschiedlichen Gründen die Gesetze der Union gedehnt oder sogar gebrochen. Manchmal geschah es aus der Not heraus, manchmal weil es einfach richtig war, und manchmal weil nicht alle Frontiersmen nette Menschen sind. Viele sind auf der Flucht vor den Space Marshals oder dem Militär, und keineswegs jeder ist glücklich damit, wenn Sie verstehen, was ich damit meine. Amnestie. Der Clerk tippte nachdenklich mit den Fingerspitzen seiner Rechten auf die Tischplatte. Ich schätze, ein Neuanfang ist das Mindeste, was wir jedem, der sich als loyal zur Konföderation erweist, anbieten können. Mir gefällt es nicht, möglicherweise Dieben und Mördern Pardon zu gewähren, knurrte Jennings. In den Augen der Union sind wir kaum weniger Verbrecher als dieser Männer und Frauen, gab Fischer zu bedenken. Wir haben eine Menge Unionseigentum gestohlen, und von den Toten will ich gar nicht anfangen. Wir befinden uns im Krieg. Das ist etwas anderes als ein Mord oder Raub aus Geldgier. Tja, überlegen Sie es sich sagte John. Aber Sie werden wohl moralische Kompromisse eingehen müssen, wenn Ihre schöne Konföderation nicht untergehen soll. So sehe ich das auch, pflichtete ihm de Clark bei. Verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen. Mein Segen zu der Operation haben Sie, Captain.« Auch die übrigen Anwesenden stimmten mehr oder minder begeistert zu. Na schön. John straffte sich. Wie viel Zeit habe ich, um die Kavallerie zusammenzutrommeln? Einer der Militärs zog ein Pad zu Rate. Unsere neuesten Informationen zufolge nähern sich die letzten Schiffe dem Sammelpunkt der Unionsstreitkräfte. Mit einem Angriff ist in siebzig bis achtzig Standardstunden zu rechnen. Also gut drei Tage. Das ist nicht die Welt, aber es könnte schlimmer sein. Mit Ihrer Erlaubnis machen meine Besatzung und ich uns gleich auf den Weg. Wir müssen ein paar alte Freunde und Feinde anrufen. John kam auf die Beine. Toby und die anderen wollten es ihm gerade gleich tun, als die Tür zum Besprechungsraum aufgerissen wurde. Im Eingang stand Emilia, eine junge Frau, die zum Stab von Benjamin West gehörte. In der linken Hand hielt sie ein Datenpad, und Bestürzung stand auf ihrer Miene geschrieben. Ich bitte um Verzeihung für die Störung, aber uns hat soeben eine erschreckende Nachricht erreicht. Während Jennings die Stirn runzelte, winkte Fischer die junge Frau näher. Bitte, worum geht es? Lesen Sie selbst, Ma'am. Emilia reichte der Sektorgouverneurin das Pad. Diese überflog die dort gespeicherte Nachricht und ihre Züge verdüsterten sich. Mit ernstem Gesichtsausdruck legte sie das Pad auf den Konferenztisch und erwiderte die fragenden Blicke der übrigen Anwesenden. Frank Langdon ist tot. Was? entfuhr es John. Und er war nicht der Einzige, der mit Betroffenheit und Unglaube auf die Nachricht reagierte. Er trat an die Tischkante und beugte sich vor, wobei er sich mit den Händen aufstützte. Wie ist das passiert? Der Gouverneur wurde heute Morgen leblos in seiner Unterkunft in Freehold aufgefunden. Wie es aussieht, kam er schon gestern Abend ums Leben, und der Zustand seiner Leiche sowie des Wohnzimmers seines Hauses lassen keinen Zweifel daran, dass es ein gewaltsamer Tod war. Was genau passiert ist, Ließ sich zu dem Zeitpunkt, als die Nachricht abgesendet wurde, noch nichts sagen, aber. Fischer brach ab und ihre.